Ja, schönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Carsten Labudda von der BAG Drogenpolitik der Linkspartei PDS. Und ich denke, warum wir hier sind, das wissen wir alle, da müssen wir eigentlich nicht viel sagen. Ich meine, die Hanfparade hat einen Namen und das ist jedem klar, da muss man nicht noch alles erklären. Was ich persönlich aber noch ganz schön finde bei der ganzen Sache, und das hat mich extrem gefreut, vielleicht sagt euch der Name Wolfgang Neskowitsch was. Also gerade die Älteren von euch werden sich vielleicht noch erinnern können an ein berühmtes Urteil vor 11 Jahren in Lübeck, als jemand angeklagt war wegen 4 Kilo Hanf. Und dieser Richter sagte, ja Moment mal, 4 Kilo Eigenbedarf. Das hat zwar nicht dazu geführt, dass das Recht auf Rauschen legal wurde in Deutschland, aber das hat immerhin dazu geführt, dass 1994 das Verfassungsgericht gesagt hat, wir brauchen doch mindestens mal eine geringe Menge und die sollte bundeseinheitlich sein. Passiert ist bis heute nicht und ich finde das eine Schande in diesem Land, das muss sich endlich ändern und ich denke, das sollten wir heute auch fordern. Darüber hinaus muss es aber natürlich weitergehen. Und was das angeht, bin ich herzlich froh darüber, dass im nächsten Deutschen Bundestag mit Wolfgang Neskowitsch endlich mal ein wirklich kompetenter Mensch da drin sitzt, der klipp und klar die Forderungen von uns hier vertreten kann, dass das Zeug endlich legal wird und wir hier nicht ständig irgendwie die Probleme haben, gefilzt zu werden, der Lappen weggenommen wird oder irgendwie die Arbeitsstelle verloren geht. Das kann einfach nicht so weitergehen, nur wegen so ein bisschen Kifferei. Das ist eine Unverschämtheit. So, darüber hinaus haben einige vielleicht gerade mitgekriegt, die Streitereien, die es unter unserer eigenen lieben Linkspartei momentan gibt. Denn die PDS-Jugend in Sachsen hat einen sehr großen Schritt gewagt und hat sich klipp und klar gesagt, Moment mal, es gibt nicht weiche und harte Drogen. Es gibt weiche und harte Drogenkonsummuster. Denn es gibt genauso Leute, die mit dem Kiffen nicht klarkommen, oder die mit Alkohol nicht klarkommen. Es gibt aber genauso Leute mit beiden Drogen, die das auf die Reihe kriegen. Das haben zwar unsere Alten noch nicht so ganz kapiert, aber zumindest mal haben wir damit endlich eine Debatte, wie sie noch in keiner anderen Partei in Deutschland geführt wird. Und ich denke, das ist wegweisend und das wird auch weitergehen. Dafür stehe ich mich hin, dafür wird sich Wolfgang Neskowitsch hinstellen und ich denke, das werden wir auf die Reihe bekommen über den Jahren. So, und ansonsten, was soll ich noch groß sagen? Wir sollten irgendwann mal hier aufbrechen, dass wir irgendwann zum Partyfeiern kommen. Und wer zu Fuß faul ist, wir sind heute extra, weil so eine intime Runde ist, hier mit dem Kuschelmobil angetreten. Kann man sich reinsetzen, Gruppenkuscheln machen, sich gemütlich die Paradestrecke entlang fahren lassen, bisschen informieren und ein bisschen Vitamine trinken, dass man nicht zu weit mit allen möglichen Drogen durcheinander kommt. Das könnte einem auch so schlecht gehen. Ich denke, das ist so ein ganz praktischer Beitrag zu sicherem Drogenkonsum und dazu lade ich euch alle ein. Dankeschön. Ja.